So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play World of Tanks. Mit Nobody, Matt und Mo im Channel und Mo spielt auch noch wirklich mit. Hä? World of Tanks? Oh, hab ich World of Tanks gesagt? War Thunder, ja, Ground Forces natürlich. Entschuldigung, nein, niemals. War Thunder, Ground Forces. So, jetzt habe ich gar nicht gesagt, wo ich gespawnt bin, ne? Ist natürlich schlau. Bin aber hinter dir. Das ist ja voll die gute Position hier eigentlich. Mit dem, ja. Mit dem Felsen. Oh ja, das kommt gut. So, diese Runde machen wir noch ein paar Kills. Und wenn ich die Kills mache, dann macht's halt Mo. Das, passt schon. Aber komm, wir fahren mal mit da. Wir sind gerade 3 Tiger, 4 Tiger an mir vorbeigefahren. Also, das können wir gar nicht verlieren. Sag ich jetzt mal so. Toll. Kann ich mal einen Baum umfahren? Echt nicht? Naja, und meine Gleisketten sind beschädigt. Auch geil. Also, du fährst selber gerade Tiger. Ich dachte, du fährst Panzer 4, weil ich habe den Panzer 4 genommen. Aber Tiger kommt natürlich auch noch, ne? Du weißt ja Bescheid. Was da für eine Armada steht, Mann. 3 Tiger, 4 Tiger und ein KV... 5 Tiger und ein KV-2, oh mein Gott. Boah, die Nachladezeit ist aber extrem. Ja, fahr mal KV-2, doppelt so lange nach. Ich fühle mich hier voll klein mit dem Panzer 4. Yay, yeah, Capture Points! Nein, sehe ich nicht, ne? Da ist ein Hügel vor. Überholst du mich gerade? Das ist ja frech. Ja, ne? Warum fahr ich ja nicht vor? Na gut, weil ich das. Mich kann man entbehren, wenn ich drauf gehe. Ja, KV2, bleibst mitten im Weg. Ja, erstmal schön daneben geschossen. Naja, aber auch. Das war One-Shot-Kill. Und Realismus schadet ja nie, ne? Wo sieht er mich denn? Oder wo sehe ich den denn? Bam! Nice one. Weg ist er. Hier vorne steht ja, noch einer. Saphir. Aber wenn der aufgeht, mache ich ihn weg, dann. Nun, der traut sich da nicht raus. Da steht noch ein Panzer 4 hier vorne. Toll. Ich hätte es sehr schön gefunden, wenn man die alten Panzer noch hätte benutzen können. Die normalen Panzer 4 und Panzer 3 und so, die ganzen Modelle. Und der Stuck vor allem. Weil der Stuck hat so echt Laune gemacht. Aber jeder, der wohl den Markt hier wird, dann ist es zum Beispiel Jagdpanzer 4 oder so nicht. Und die wollen ja, dass die getestet werden. Naja, aber ich. Man wird ja neue Sachen mindestens einmal austesten, ne? Und sowas wie der Tiger, dann hoffentlich lassen sie den drinne, das würde mich freuen. Weil das ist halt echt so einer der Gründe, warum man das Spiel oder warum viele das Spiel spielen wollen, weißt du? Ich will einen Tiger fahren. Ich bin keine Panzer, aber ich will einen Tiger fahren. Schön in die ja, Seite. Schön in die Seite geschossen. So muss das. Treffer. Oh, ich habe schön eine gekillt bekommen, ne? Meine halbe Crew ist tot. Ja, habe ich den Motor zerschossen. Sehr schön. Der ist weg. Bobbelt das hier aber noch, ey. Ja, mit dem Panzer 4 Modell nicht mehr. Also das Chassis haben sie so bearbeitet, dass es sich nicht mehr so komisch bewegt. Boah, ich kann gar nicht mehr auf heute Abend hinfiebern, ey. Ich liebe den Hackbraten meiner Mutter. Wir essen heute Abend Hackbraten. Yes! Nice one! Jawohl. Erwischt über die Entfernung. War mehr ein Luckshot als ein Skillshot, aber gut. Oh, nochmal schön den Radiator kaputt gemacht. So gehört sich der...
schießt da schön auf dem Hügel rauf da oben. Ich weiß nicht, ob du die auch sehen kannst. Wo ist er denn? Da pose ich nicht wirklich. Ne, jetzt sehe ich sie auch nicht mehr, leider. Da muss sie jetzt stehen. Aber guck mal, Camus Mo dabei läuft das, ne? Camus Mo dabei läuft das. Er muss, ne? Alter, meine halbe Crew ist tot. Na gut, jetzt es musste passieren. Es war absehbar, dass das kommt. Aber dann nehmen wir jetzt mal den Tiger und fackeln da jetzt gar nicht lange. Und tuckern mal schön unseren Mo hinterher. Geht der Tempomat eigentlich schon? Nee. Hätte ja sein können. Was ist denn Subvilarity? Oder Subvilarity oder sowas? User left your channel. Nobody. See you. Oh, also der rutscht ja schon ein bisschen heftig, ne? Wahrscheinlich brauchen sie halt echt so ein paar. Oh Gott, KV2. Matt, jetzt kann ich es auslassen. Was? KV2 vor mir. Achso. Ja, tatsächlich. Abgeprallt. An der Kette, lol. Ja, sehe ich selber das zunächst. Jetzt bin ich aber durchgekommen, hab die Suspension kaputt gemacht. Ich werde mal mit dem nächsten Schuss HE schießen. Mal gucken, ob das klappt. Ach lol, er lädt das dann instant. Okay, gut, das ist natürlich jetzt ungünstig. Aber ich habe wirklich, ich habe überall einen roten Zielmarker. Ach, jetzt müsst ihr den killen, das ist so. Also Turret Ring und sowas. Ja, gut, das sind halt so die Standard-Wegspots, ne? Jetzt lasse ich gerade auf HE. HE ist halb geladen, der wird gekillt. Oh, da kann man auch Bäume umfahren, das sind zumindest so kleinere Bäume. Die Kaiserkrone ist vor mir. Nein, die Jagdpanzer 4 hat mich mit einem Schuss erwischt. Ja, tatsächlich, in Brand gesetzt hat er dich, deshalb hat er dich kaputt gemacht. Ah, das ist Bad Luck. Und wie gefällt dir der Tiger? Nice. Macht echt Laune, das Ding, ne? Gewisses Suchtpotenzial. Ja. Bring ich meine Gun runter? Oh, schön. Auch wenn der Motor ausgeht. Oder auf Leerlauf geht. Survivability? Eine Sekunde? Das habe ich mich ja auch gerade gefragt, was das heißt. Das kann ich dir nicht sagen. Überlebensfähigkeit wahrscheinlich. Ach, das ist, dass du im Spawn nicht erwischt werden kannst wahrscheinlich. Oh, das ist gut, weil da gab es letztes Mal so einen fucking Spawn-Camper. Ja. Fast hätte ich dich getroffen, ne? Ja, aber der Tiger wobbelt echt noch ein bisschen. Aber wenn du Panzer 4 gleich fährst, wirst du sehen, dass der nicht mehr wobbelt. Ist auch gut so. Wahrscheinlich müssen sie einmal erst gucken, wie sich das Modell auf den Texturen verhält, weißt du? Ja. Scheiße. Wenn die das so realistisch wie möglich machen wollen, dann müssen sie das aber auch richtig vorne bis hinten testen. Ja, tun sie ja. Dafür sind wir ja da. Oh, sogar getroffen, in der Fahrt. Aber nicht zerstört, ein Panzer 3, oder was war das gerade? Naja, egal. Und wir halten hier schön den Aufprallschutz, Reaktivpanzerung aus dem Zweiten Weltkrieg. Lol, schon gewonnen? Oh, ging aber fix. Das ging haben alle drei Flaggen gehabt. Das ging aber echt fix. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch eine Runde dranhänge. Weil das war ein bisschen schnell. Und dann geht die nächste Runde 20 Minuten, die ich da dranhänge. Ja, 8 Minuten, da machen wir noch eine. Da machen wir noch eine. Habt ihr mal heute eine extra lange Folge? Falls das Gefecht jetzt 20 Minuten lang gedauert extra, sollte. Extra large. Directus Cut. Genau, ich bin mir zwar sicher, dass 20 Minuten dauern wird, aber egal. So, wir nehmen die Russen und. Also ich nehme die Russen und dann geht los. Ich nehme auch die Russen. Die sind ganz cool, habe ich gerade eben schon gefahren. So, wir sehen uns dann gleich in Battle wieder. So, weiter geht's. Einstiegspunkt 1, den obersten nehme ich einfach mal. Ich weiß gar nicht, welcher das von beiden jetzt ist. Mit der Suf 89. Nehme ich die zumindest. Oh, der Tiger mit. Gar nicht. Der Tiger mit Tarnmuster sieht schon cool aus. Doch, da bist du. Wahrscheinlich ist das die Zeit, wie man eigentlich sieht, weißt du? Wow, lol. Jetzt sehe ich dich auch. Glaube ich, dass du das bist. Geh direkt hinter dir. Ja, bist du. Mit dem Josef Stalin. Achte mal auf meine Antenne. Bewegt die sich bei dir auch immer? Nee, deine Antenne bewegt sich aber auch nicht. Bei mir wobbelt die immer hin und her. Immer. Egal, ob ich stehe oder fahre.
Aber nur bei der Suchmann 80. Aber das finde ich ein lustiger Bug. So, die Suchmann 80 aimt dahin, ich aim hierhin. Mal gucken, ob da gleich was aufgeht. Trennungsmesser. Oh ja. Müsste über 340 Meter schießen. Da hinten fährt irgendwie nichts mehr rum. Nicht getroffen! Auch nicht. Das war jetzt aber ärgerlich. Matt ist ganz still geworden. Soll ich jetzt die ganze Zeit hier in den Joystick labern? Kann ich auch machen, gell? Okay. Mach ich gern. Das kannst du auch ganz gut. Oh, Tiger, der muss weg. Ah, der ist dahinter. Ja, stimmt. Irgendwie stehen wir ein bisschen scheiße. Andererseits, vorfahren, dann bist du auch tot, weil ich dann 100%ig stehen links welche und campen da. Aber das mache ich ja auch, also das ist ja nicht. Campen ist hier nicht negativ gemeint, ne? Das ist in dem Spiel ja. Ne? Das machen Panzer ja nun mal so. Fuck. Nicht getroffen. Wo ist denn der? Da hinten, da komme ich jetzt nicht hin. Der ist nämlich bei der anderen, beim anderen Spawnpunkt. Oh. Da oben steht ein Tiger drauf. Der lädt wahrscheinlich gerade nach. Oder der bekämpft irgendeine andere Seite, das weiß ich nicht. Oder der kann da gar nicht hochfahren, oder ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Steht da einer, oder warum schießt er da hin? Wenn du was siehst, musst du sagen. Ich sehe gerade nichts. Oh. Jagdpanzer 4. Oh, der weiß. Kollegen, daneben. Der weiß, wie er stehen muss. Aber jetzt denkt er, du hast geschossen und er kann vorgucken, oder? Nee, schade. Hab ihn getroffen, aber der hat ihn dabei nicht kaputt gemacht. Ja. Hab ich gesehen. Ich bin gerade am Nachladen. So, hab reloaded. Wo ich ja richtig gespannt bin, wenn mal so eine richtige Stadtmap reinkommt. KV2, glaube ich gar nicht, dass sowas reinkommen wird. Why? Weißt du nicht? Weiß man nicht, ne? Ja, eigentlich sind Panzer nicht für die Stadt gedacht gewesen. Tiger kannst du in der Stadt nicht fahren. Wen gab es trotzdem Gefechte in der Stadt, hallo? Oh. Ich hab mich der erst beschossen. Ja, sagen wir mal, es hat dich beschossen, ne? Guck mal rechts neben dir, da steht ein ausgebranntes Wrack. Das war nämlich auch mal die erste. Es war ein KV2, der steht rechts von dem Felsen. Ja, alles klar. Der hat mir schön eine reingesetzt und dann hat mal ein bisschen Aua gemacht, ne? Ein bisschen ist gut. Ich hab doch noch Schaden gekriegt. Wow, da schießt auf den Tiger und trifft mich. Wie unfair ist denn das? So. Ah, die IS wobbelt aber auch nicht großartig. Wahrscheinlich, weil sie auf demselben Fahrchassis wieder. Oder ist. Ja, wahrscheinlich dasselbe Modell einfach. Sieht ein bisschen anders aus. Wie der T34. Oder der KV. Ne, gar nicht, der KV1 ist ja, ne? Ja. KV2 hat sich zurückgezogen, oder? Wir machen jetzt Fächerstellung, ne? Jedoch, wir waren noch hinterm Felsen. Wie schön, wie wir es bei WOT gelernt haben. Immer schön gleichzeitig agieren. Wir sind ja gerade nur dafür da, um die Position zu halten. Theoretisch wäre es auch schlauer gewesen, wenn ich wieder die Su genommen hätte.
Andererseits, wenn wir rüberfahren... Die Noobs spawnen ja nicht. Wenn wir rüberfahren, kriegen wir einen von KV2 und einer von uns ist tot. Das ist halt das Ding. Target undamaged. Hat mich getrackt. Oh, ich hab nicht... Ich wollte Karte. K, verdammte Scheiße. Munitionslager, Trevor. Ich muss Kettner was anderes legen, weil K ist auch das für die Mitteilung. Ich kann mich noch ein paar Sekunden nicht bewegen, ne? 10 Sekunden noch. A angreifen, wahrscheinlich ist es am besten. LOL! Wow! Da war Blow-Up! Was das denn? Das war ein Blow-Up geschossen! Tiger, Alter, ich muss zurückfahren, Mann! Ey, das ist so geil, wie dumm manche Leute einfach sind! Ich darf ich vorfahren, fangen wir wahrscheinlich das eine gleich. Ja, siehst du? Like I said! Yes, I said. Er lernt das noch. Wieso as I said? As I said. Just like I said. Mo? As I said. Oder like I said. Kannst du ja, sag ich doch. Geht doch beides. Geht eigentlich echt? Beides. Ja, natürlich geht beides, Idiot. Erstmal beleidigen. Ich krieg Damage. Was krieg ich Damage? Das hat man ja noch mein Leckert. Ich bin auch nur eine kleine IS. Hauptsache die Kette dreht durch auf dem Boden. So, jetzt stehe ich ein bisschen. Ho! Gut, dass ich weggefahren bin. Wo ist denn der da oben drauf? Ne, da, ah, dahinter ist er. Boah, ich habe Treffer kassiert. Ich habe ihm eine gegeben. Dem T-34. Ah, ist weg. Tiger hat den weggemacht. Beim Tiger vielleicht nur Panzerkampfwagen, ne? Nichts anderes. Dann habe ich da gerade einen Tiger gewonnen, lol. T-34-85 hier neben mir. Das ist den einen, der eine ist kaputt gemacht worden hier, der da stand an dem einen Felsen. Tiger, du musst es dem eigentlichen Schuss rauslocken, damit ich sehe, wo der steht. Jetzt guck mal, wo der Tracer herkommt gleich, wenn er schießt. Wenn er denn schießt. Oder das ist, ah, das ist der Tiger, der oben drauf steht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist einer bei uns am Spawn? Tatsächlich der Tiger, der oben drauf steht. Wo ist der denn? Weißt du, ich hab doch gesagt, da steht einer auf dem Berg drauf. Und das ist jetzt der gerade unserem Tiger ein bisschen Zusatz. Hm. Irgendwie. Jetzt bin ich hier alleine, das ist schön, ne? Abschusshilfe. Jetzt steht das Wrack hier mitten im Weg. Anders despawnt ja noch eine Zeit. Könnte mich zwar mein Leben kosten, aber wir werden es riskieren. Das ist geradeaus durch. Das tue ich gerade, weil der Tiger auch vorgefahren ist. Und ich werde einmal noch eine Position weiterfahren. Ich habe hinten beim Tiger eine gelbe Leuchte beim Durchkommen. Da ist eine HE, aber das ist ein Flugzeug, das kann uns egal sein. Klar, das ist ein deutsches Flugzeug, das ist eh nicht besonders stark. Ist halt nur ein Reserveflugzeug. 6 Bomben nur drin. Das ist aber auch gewollt, dass sie noch nicht so die krassen Bomben haben. Weil oh, die haben das Schadensmodell, haben sie schon angepasst ein bisschen, ne? Bei mir? Ne, bei mir. Gibt es auch Einschläge oder wie? Also bei mir fehlt gerade meine rechte Seite und da fehlte dieser Überhang von der Panzerung. Das war ja schon immer. Also Benzinkanister fehlen mir auf beiden Seiten. Bei mir nur auf einer. Gab's ja am Anfang auch schon da, wo so Teile von der Panzerung weggeflogen sind. Oh Gott, jetzt ist das Ding langsam. Gerade ein Projektil an mir vorbeigeflogen. Das ist schlecht. Ich hake einmal hier links lang. Und dann können wir ein bisschen direkten Druck auf deren Basis ausüben. Wenn ich drauf gehe, macht auch nichts, dann kann ich euch nochmal den KV2 zeigen. Ne? Immer so sehen. Ist ja anders als wie ein WOT. Ist ja anders als in WOT, nicht als wie.
Als wie in WoT. Ja, wenn ich über WoT rede, stimmt das sogar. So, ich bin gerade im Leerlauf, Leute. Und jetzt mache ich die Bremse an. Das ist nämlich auch ein grundlegender Unterschied. Ist aber klar, dass die Runde jetzt 6 Jahre dauert, ne? Ja, wenn die Panzer so langsam hier fahren, ne? Aber macht ja nichts. Habt ihr halt eine sehr, 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 sehr lange Folge. Und ich habe Spaß am Rendern. Hm. Aber ich egal. Komme nie hoch. So. Aber die erste Runde war auch zu gut, um sie rauszuschneiden. Aber weißt du was? Für mich ein bisschen zu viel Realismus drin. In welcher, in welchem Bezug? Gameplay. Ja, auf was denn? Fahrzeug fahren und sowas alles. Ja, gut. Die Panzer 4, die Mediums, die Schlittern stoppen zu sehen. Und sowas alles. Der Schlittern geht, ist ein bisschen rausgenommen worden, Matt. Nicht mehr ganz so krass. Nee, also bei dem großen, bei dem jetzigen Panzer 4, also das ist aber schon, soll es noch ziemlich stark sein. Die kämpfen sich ja gar ziemlich, die beißen sich ja ziemlich die Zähne mehr aus. Oh, moin, alles gut. Lol, das, okay, das war jetzt richtig eine vergebene Kugel. Echt, haben wir verloren. Ist ja langweilig. Jetzt, wo ich hier gerade gegen mir, vor mir ein paar Panzer hatte, gegen die ich kämpfen wollte. Aber gut, wir haben Tiger one-shotted aus einer eigentlich unmöglichen Position. Aber gut, 12 Minuten, da ging gar nicht von der Länge her. Habt ihr jetzt eine 20-Minuten-Folge? So, okay. Gescheitert und erstmal direkt, was bekommen. Gold-Emblem. Tja, warum auch nicht? Ja, warum auch so, nicht? So, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Viel Spaß mit der, oder ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser XXL-Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö. Ciao, ciao.